So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Xtreme hat mich genötigt, dieses Video zu machen. Deshalb Grüße gehen raus an Xtreme, denn wir haben folgendes Problem. Niantic hat was an den Pokestops gemacht und ihr könnt mittlerweile 2 Quests an den Pokestops bekommen. Das sorgt für viel Verwirrung, aber da Niantic mittlerweile mit Stork kooperiert, ganz nach dem Motto nimm 2, ne? Kennt ihr ja, ist es mittlerweile so, dass viele Leute verdutzt sind, die gerade mit Maps spielen oder irgendwelche Bots oder sonst was, die auch Pokestops scannen, Aufgaben scannen. Auch in den Spoofer-Gruppen ist der Aufruhr groß, weil die Leute sagen, hey, die Liste funktioniert nicht, ich habe da gedreht, das funktioniert gar nicht, da kommt was ganz anderes raus, als eigentlich rauskommen soll. Wir möchten euch das jetzt mal zeigen, wie das funktioniert an diesem Beispiel. Hier ist nämlich der Jesusstein, ja, den habe ich selber eingereicht mit dem Xtreme. Wir gehen jetzt mal hier ins Spiel und möchten euch das mal zeigen, wenn wir eine AR-Quest haben auf der Hand. Hier seht ihr, historischer Brunnen scannen ist eine AR-Quest, müsst ihr ja machen, indem ihr den Brunnen scannt. Merkt euch das, wir haben auf der Hand und wir drehen jetzt einfach mal hier dieses Jesuskreuz, also diesen Jesusstein. Wenn wir den Jesusstein drehen und eine AR-Quest auf der Hand haben, haben wir die Aufgabe, lande 5 gute Würfe. Ne? Bekommst du 200 Staub. Jetzt warten wir 5 Minuten, bis der Stop sich regeneriert hat und wieder neu drehbar ist. Dann werdet ihr sehen, wenn wir keine AR-Quest auf der Hand haben, gibt es eine ganz andere Aufgabe aus dem Stop. Das heißt, wir könnten jetzt schon die AR-Quest löschen, den Stop nochmal drehen und wenn ihr die Aufgabe ja noch nicht gelöst habt und noch auf der Hand habt, dürftet ihr ja an dem Stop keine Aufgabe mehr bekommen, beziehungsweise wenn ihr die Aufgabe gelöst habt, könnt ihr auch keine mehr bekommen. Da die AR-Quest jetzt aber nicht mehr da ist, müsste der Stop jetzt noch eine andere Aufgabe ausspucken. Als Überblendung hole ich auch hier mal das ab, ne? Da müsste nämlich ein Pandir drin sein. Vielleicht ist es ja sogar ein Shiny. Nein, ist es nicht. Aber Shiny Pandia Nummer 4 gibt es jetzt auch, können da jagen. Das fangen wir jetzt. Laufen wir kurz spazieren und melden uns gleich zurück, wenn der Stop wieder drehbar ist. So, wir sind wieder zurück. Ihr seht, der Stop ist wieder blau. Um euch das hier auch nochmal zu zeigen, ich habe immer noch die Quest drauf. Lande 5 gute Würfe, die es aus dem Stop gab. Jetzt haben wir auch die AR-Quest nicht mehr. Die habe ich ja gelöscht. Wir drehen den Stop nochmal und ihr seht, neue Feldforschung und jetzt bekommt ihr plötzlich lande 3 großartige Curveball-Würfe und da gibt es einfach 1000 Staub. Ist das nicht genial? Das heißt, normale Leute sagen zum Beispiel, boah, ich habe die 1000 Staub-Quest bekommen, geht alle dahin, dann geht ihr dahin, dreht und ihr bekommt nur eine 200 Staub-Quest und sagt, hä, du Lügner, du, wenn ich dich erwisch, oder ihr sagt einfach nur, ja, keine Ahnung, die Chords sind falsch, hin und her. Das ist ein Problem, was momentan viele haben. Wir werden aber mal kurz die Straße überqueren und die Kinder vorbeilassen. Oder wir laufen hier lang. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht reden, wenn das so viele Menschen sind. Nein, aber das ist ein Problem. Das tritt momentan halt viel auf. Gerade bei den ganzen Spoofer-Gruppen. Bei den Leuten, die mit Maps spielen. Bei den Leuten, die sich gegenseitig helfen wollen, unterstützen wollen. Wenn die sagen, da ist die Pandia-Quest. Geht alle dahin. Dann gehen die dahin und dann kriegen die eine ganz andere Aufgabe. Das ist halt immer davon abhängig, ob ihr eine AR-Quest drin habt oder nicht. Es kann auch sein, dass beim zweiten Drehen jetzt eine AR-Quest gekommen wäre. Dieser Stop spuckt eben 2 ganz verschiedene Quests aus. Das ist natürlich auch voll korrekt. Aber viele Leute beschweren sich gerade, die mit Maps arbeiten. Ja, hat jemand kurz für Kryphook zum Beispiel, war jetzt erst Kryphook Liste gepostet, wo die sind, gehen die Leute hin, Chords sind falsch, habe ich keine bekommen. Das geht die ganze Zeit schon so, damit ihr mal seht, womit das zu tun hat. Wenn ihr denkt, die Chords sind falsch, dann besorgt euch eine AR-Quest. Mit der AR-Quest geht ihr hin und dann müsste das stimmen, dann müssten auch die angegebenen Aufgaben rauskommen. Also, ich hoffe, das ist verständlich. Ich hoffe, ihr blickt da jetzt durch oder so. Probiert das einfach mal aus. Wenn irgendwas nicht passt, dann guckt, habt ihr eine AR-Quest oder habt ihr keine. Wenn ihr keine habt, besorgt euch eine. Gibt es eigentlich fast überall. Es muss viel gescannt werden. Und ansonsten, ja, hoffe ich, das war ein bisschen hilfreich. Ich habe es ja jetzt direkt hier gezeigt an demselben Stop. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Grüße gehen raus natürlich an Xtreme.